Obwohl Chris Brown und die Migos in der Vergangenheit mehrmals zusammengearbeitet haben, mögen sich die beiden Seiten gar nicht, vor allem Chris Brown und Quavo. Erst vor einigen Tagen disste Chris Brown in einem Song Quavo und nur einen Tag später kam dann die Antwort von Quavo, in welchem er Chris Brown zurückgedisst hat. Ja, diesen Diss werde ich euch gleich erklären. Als erstes erkläre ich euch, woher dieser Streit überhaupt kommt und wieso sich die beiden gar nicht mögen. Ich kann euch jetzt schon mal spoilern, denn wie es aussieht, streiten sich die beiden wegen einer Frau und das Ganze, ja, hat im Jahr 2017 angefangen. Hier wurde Quavo relativ oft mit einer Frau namens Karrueche Tran gesehen, woraufhin die Gerüchte immer lauter wurden, dass die beiden etwas miteinander haben sollen. Diese Frau war aber in den frühen 2010ern mit Chris Brown zusammen. Die Beziehung zwischen den beiden ist aber gar nicht gut ausgegangen, denn 2017 hat Karrueche Chris Brown dafür beschuldigt, sie geschlagen und bedroht zu haben. Schlussendlich endeten diese Anschuldigungen sogar mit einem Kontaktverbot, welches für Chris Brown galt. Und dass jetzt Quavo, welcher ja eigentlich mit Chris Brown gut war, etwas mit dieser Frau haben soll? Ja, da war es vorprogrammiert, dass es Stress geben wird. Und diesen Stress gab es dann auch. Denn im Juni 2017 wurden die BET Awards in Los Angeles verliehen. Hier waren sehr viele Stars aus den verschiedensten Genres anwesend, unter anderem auch die Migos, also auch Quavo und Chris Brown. Bei einer Aftershow-Party trafen sich die beiden Lager in einer Tiefgarage. Hier kam es dann zu einer Rudelbildung. Anscheinend ist die Polizei relativ zeitnah gekommen, weswegen auch niemand verletzt wurde. Zum Glück. Doch ja, das hat so einen faden Beigeschmack hinterlassen und die Leute wussten, dass Chris Brown und Quavo gar nicht gut miteinander klarkamen. Nach dieser Auseinandersetzung war es aber vorerst relativ ruhig. Im Januar 2024 waren dann aber Quavo und Chris Brown bei einer Fashion Show in Paris. Und hier saßen sie nebeneinander. Selbstverständlich hat irgendjemand ein Video davon gemacht, das ist direkt viral gegangen und die Leute haben gedacht, dass alles cool zwischen den beiden ist und der Streit wieder geklärt wurde. Chris Brown hat aber relativ schnell in einem Instagram-Kommentar klargemacht, dass er nicht aussuchen konnte, neben wem er sitzt und dass er nicht seine Bag für sowas aufs Spiel setzen würde. Also er hat klargemacht, dass er hier einfach ruhig geblieben ist, weil er bei so einer großen Veranstaltung war. Am 9. April kam dann die Deluxe vom Chris Brown Album 1111. Hier ist dann der Song Freak drauf, den zeige ich euch mal. Und hier rappt Chris Brown folgendes. Okay, now fucking my old bitches ain't gonna make us equal. Er sagt hier übersetzt, okay, nur weil du was mit meiner alten Bitch hast, macht es uns nicht gleichwertig. Sippin' that 1942, cause I don't do no Quervo. Ja, er sagt hier, er trinkt dieses 1942, das ist ein alkoholisches Getränk. Weil er trinkt kein Quervo. Das ist auch ein alkoholisches Getränk, aber dieses Quervo, das hört sich schon sehr stark nach Quavo an. Also auch wenn das rappt, ich blende es euch mal ein. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, jetzt reached man ein bisschen, aber dann kommt die nächste Line. Hier sagt er, Freak Bitch, she like Casamigos, not the Migos. Casamigos ist auch ein alkoholisches Getränk und die Migos ist ja die Gruppe, zu welcher Quavo mal gehört hat. Also ja, das war auf jeden Fall ein Sneak Diss. Deswegen kam auch direkt am nächsten Tag die Antwort von Quavo und hier hat er ziemlich scharf gegen Chris Brown geschossen. Also ich bin der Meinung, sein Diss war sogar stärker. In der Hook sagt Quavo, you did the bitch wrong and now the bitch gone. Also du hast hier Unrecht getan und jetzt ist sie weg. Call the bitch phone, she won't come home, don't beat her up. Also ruf sie an, sie wird nicht nach Hause kommen, schlag sie nicht zusammen. Und ich denke, ihr alle kennt Chris Brown, da gab es ja die Anschuldigung gegen Rihanna, die hat er ja zusammengeschlagen. Und hier bei der Ex von Chris Brown, mit welcher Quavo mutmaßlich auch etwas gehabt haben soll, herrschen ja auch diese Anschuldigungen. Deswegen ist das eigentlich ein ganz klarer Diss gegen Chris Brown. It must be the drugs need to cross out your plug. Also das Chris Brown auf Drogen diese ganzen Frauen zusammengeschlagen haben soll und dass er seinen Plug mal ändern soll. Das war's aber noch nicht, denn im zweiten Verse sind auch so ein paar Lines, die an Chris Brown gerichtet sein könnten. Ich zeig sie euch mal. Tell me, little bro, what's the issue? It's over a dot. Also sag mir, Bro, was ist das Problem? Das ist alles nur wegen
einer, ja, Bitch. You said that it's bigger than that, but it's not. No, it's not. Also du sagst, es ist viel größer als das, aber eigentlich ist es das nicht. I'm giving respect, but I know you not. Also ich gebe Respekt, aber ich weiß, du machst das nicht. You bitch on my neck, you bitch at the spot. Also deine Bitch ist die ganze Zeit bei mir. Ja Leute, jetzt habe ich euch den Diss von Chris Brown und den Diss von Quavo gezeigt. Die ergeben komplett Sinn, wenn man die ganze Backstory kennt. Deswegen lasst mich wissen, welchen Diss fandet ihr stärker? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt die nächste Runde ist, weil ich bin mir relativ sicher, dass Chris Brown das nicht auf sich sitzen lassen wird. Ich habe jetzt probiert, das Ganze kurz und knackig zusammenzufassen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.